Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls. Und mit mir dabei wieder der Anu. Ja, Mondsens. Juhu. Ach ja, Timelines ist hier soweit. Es ist wieder dieser Tag in der Woche. Schleimlines präsentiert. Sternzeit 1203 2012. So sieht's aus. Ja, okay. Ich musste gerade gucken, was du meintest. Ich glaube, du hast irgendwie das Datum. Vielleicht. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ruf mal an. Ach ja, so. Ja, neue Woche, neues Event. Der innere Feind. Im inneren Feind. Man ist sich oft selber der innere Feind. Ja. Wenn sich der kauft von dieses Pack oder nicht. Jo. Sollen wir gleich durchgehen? Ich habe offen. Okay. Hier, wer weiß das eigentlich diese Woche? Ach ja, innere Feind hatten wir gerade. Ohne Smalltalk? Okay. Ich weiß gerade nicht, wo wir an. Ich habe Angst, die Frage zu fragen. Also, die Frage. Ja, nein. Vielleicht. Vielleicht? Nein. Okay, ja, dann lass mich mit dem Event erfahren. Gut, da haben wir den Claymore Scotty mit Mensch, Sternenflotte, Föderation, Improvisationstalent und Duellant. Jo, ist der neu? Der ist neu und mit Fehlerrolle gewaschen. Oh, deswegen glänzt das Ratchet so. Ich hab's doch schon offen, der kommt auf 917 Dingens hier. Engineer. Jo. Plus 400 mögliche. Ist okay. Ja, ganz okay. Ganz okay. Ja, dann haben wir Mr. Dr. Selfie Stick. Mhm. Der Holo Ramon. Ja. Er soll. Ich habe immer noch nicht gerafft. Das soll ein Golfschläger sein, oder? Das weiß ich auch nicht. Also keine Ahnung, ob das ein selbstgebautes Robin noch ein Stück Metall mit Löchern drin und noch irgendwas anderes klebt das mal da dran und dann. Haben die bei Void schon Golfschläger? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Wer weiß, was das mal vorher war. Nimm du sicher tausendmal wieder zweckentfremdet. Wahrscheinlich, ja. Teil davon klebt immer am Warpkern. Ja, der ist jetzt nicht neu, den gab schon, den Dr. Holo-Roman. Genau. Hologramm, Föderation, Stern, Föder, Arzt, Musiker, Halunke. Halunke? Grinst schon so verschlagen. So eine halbseitige Gesichtslähmung. Oder das. Jo, dann hätten wir noch den Rocketball Bashir. Mhm. Auch nicht neu, auch schon diverseste Male gefühlt im Event gewesen. Ja. Auf der linken Seite Dr. Crusher. Dass du mal links sagst, das irritiert mich so. Ja. Mit ihrem tollen Gesichtsausdruck. Das ist so nichts. Also wenn ein Arzt so auf deine Werte guckt, dann denkst du auch, das kann jetzt in beide Richtungen gehen, oder? Eher schlecht, oder? Schaut jetzt nicht so glücklich aus, dass sie sagt, gratuliere. Ja, aber auch so emotionslos. Ich meine, der kann jetzt kommen, nö, wir haben nichts gefunden. Da kann aber auch kommen, sie haben noch 2 Stunden. Mhm. Und ich habe die Uhr falsch gestellt. Oh, hier steht gerade, das war der Test vor 2 Stunden. Tschüss. Ja, dann haben wir noch den Bashir. 1701. Ist der jetzt neu oder nicht? Der ist neu. Okay. Mensch, der hat. Wir hätten so einen schon mal so gehabt. Föderation, Geheimagent, Kybernetiker, Arzt, technisiert. Also die Dex schon dabei und der Cisco. Genau, die Dex, an die kann ich mich erinnern. Hießen die auch Dex in Klammern 1701, nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube 17. Jahrhundert oder so.
17. Oder, nee, 23. Jahrhundert. So alt ist Kirk auch wieder nicht. Wir kennen ihn nicht, Captain Kirk vom berühmten Segelschiff Enterprise. Ach, der ist auch mit dem Setsail dabei. Ah, okay. Ja. War ein Kopas im Hintergrund. So ein Red Shirt. Yellow Shirt. Mega-Event ist es nicht, das heißt, es gibt keinen goldenen Charakter. Genau. Ja. Ja, ich habe den Begier schon zweimal, obwohl ich beim Event noch keine Shuttles zurückgeholt habe, weil ich mir einfach zweimal so ein Paketchen gegönnt habe. Ja, jetzt für 650 Dili. Ja, mit Dili. Ich habe davon gerade ein bisschen was übrig. Dili. Und ich hatte weder den Riker noch den Kalber noch den Begier. Mhm. Da dachte ich mir, naja, da kannst du ja zweimal zugreifen. Ich habe jetzt den Kalber und zweimal den Begier. Okay. Dann hast du dreimal zugegriffen. Oder? Kann auch sein. Weiß ich nicht mehr. Ich habe nicht mitgezählt irgendwie. kaufen, auch Dilithium alle. Ja, bei 37.000 Dilithium dürfte das ein bisschen dauern, bis ich das aufgebaut habe. Oh, Alter, 37.000. Okay, das ist nicht übel. Jo. Ja, ich bin nicht sicher, ob das ein Fehler ist. Was denn? Wie diese Eventkomposition ist. Ich habe sie gepostet in Discord. Da steht Riker, Calbert und Bashir. Und wenn ich mir die Belohnungen anschaue, eigentlich müsste der Doktor da drinnen sein. Der Holoroman-Doktor. Weil es ist seltsam, dass da zwei Goldene stehen. Normalerweise sind da zwei Liederne und ein Goldener. Und normalerweise sollte statt dem Calbert eigentlich der Doktor sein. Hm. Sei doch mal froh, neuer Besitzer, neue Eventbelohnung. Also, was heißt Belohnung? Paketbelohnung. Vielleicht wollen sie sich gut stellen dafür, dass es eigentlich so wenig Neues gibt. Hm. Die haben was geschrieben, die haben geschrieben Attention, warte, ich kann sie zeigen. Attention. This is an, as this event is a bit particular due to the fact that it's featured zweimal 5-Sterne Crew. Please note that Mycelian Calbert will not be part of ranked rewards. However, the 4-Star ranked reward Holo Novel Roman Doctor will be a bonus crew for the event starting. Jetzt gehen wir uns aus. Also, sie haben offensichtlich Scheiße gebaut. Irgendeiner hat sich verklickt und dann war man zu faul, da zurückzuschrauben. Und ja. Haben halt der Grafiker hat das halt schon reingebaut. Und dann so, was, du Idiot, das sollte eigentlich der Doktor sein und nicht ein anderer Doktor quasi. Es muss auch so schwer sein, diese Schablonen von Charakteren übereinander zu legen. Für diese Paketgrafik, oder? Also, und den Doktor des Emma Hain mit dem Calbert kann man schnell verwechseln. Das passiert ja jeden Mal. Hey, aber es sind beides Doktoren und Bashir ist auch noch ein Doktor. Also, komm, und die sind schon drei Doktoren. Ja, da kannst du ja nicht mehr mithalten. Also. Genauso schaut Crusher auch. Da kannst du nicht mehr mithalten. Ja. Das ist Stress. Mal lieber scannen. Jo. Ein Pack gibt's da? Booster Energy aktivieren? Ja, das habe ich auch irgendwo da, genau. Für 11 Euro. Geil. Ein Grafik Booster ist neu, Engines. Mit dem Shuttle da hinten. Und sie haben kein Dingens mehr, kein HTML-Bug mehr auf der rechten Seite. Alter, was? Und das ist ja komplett auf Deutsch. Warte mal, ist das Deutsch ja? Auch richtig? Nicht so wirklich. Dankeschön für das Spielen von Star Trek Timelines. Hier das kommt, man muss an Timelines ran. Unglaubliches Angebot. Hier ist dieses unglaubliche Angebot. Nur für dich. Ja, genau. Nur für mich. Deswegen hast du es auch. Aktiviere deine Fraktionsmissionen und bezwinge die Chancen. Bezwinge die Chancen, okay. Mit 25,10x.
Ja, scheiße, ich bin älter als 25, verdammt. Für uns zählt es nicht mehr. 10 Premium Shuttle Boost Packs. Leer, Ausrufezeichen. Ach ja, Satzzeichen. Man setzt sie einfach da, wo es irgendwie optisch passt. Nicht wehtut. Premium Boosts bieten eine zufällige Auswahl an Boosts. Geil. Die in ein Galaxy-Events, was? Die in ein Shuttles, Galaxy-Events oder andere dort verwendet werden können. Okay, naja, hätten wir es auch mal. Also sie haben zumindest sowas wie eine neue Übersetzung drinnen, aber viel besser ist die auch nicht. Naja. Geht besser. Haben wir irgendwie eine Nachricht bekommen? Ja, wegen Update des Servers, aber... Okay. Die habe ich aufgelesen gebracht. Ach, das, ja. Mit Verdiensten und Transmissionen. Ich glaube, das Verdienste dabei sind ist neu. Normal gibt es ja nur diese Transmissionen. Also, hey! Danke, Tilting Point! Für 1000 Verdienste. Okay. Schon direkt auf den Kopf gehauen. Können wir ja noch ins Zeitportal schauen. Mhm. Riker, Kalbe, Bashir. Oh Gott, da ging es aber schnell. Moment, da kommen die mit. Ja gut, die kennen wir eh schon. Ja, okay. Ich dachte, wir gehen vielleicht noch auf die Bilder oder sowas ein, aber... Okay, wie gefällt dir der Riker? Der ist schon von letzter Woche, über den haben wir schon gesprochen. Gut, Kalbe. Vampir, der ist nicht neu, den hatten wir schon mal besprochen. Nein, der ist neu. Na, hatten wir nicht schon so einen? Mit Zielkalber? Also, weiß nicht, ist da, ich glaube doch, dass der neu ist. Ich bin der Meinung, du warst schon drin. Okay. Warte mal. Wie schreibt sich der Scheiß Mykelial? Okay, meine Fresse. Und ich guck mal nach. Okay. 21. Jänner. Doch, sag ich doch. Ich hoffe, du ihn so schnell gefunden hast, aber okay. Na, das sind die Skills. Ja. Ja, dann kommt der innere Feind, das habe ich mir wahrscheinlich dreimal gekauft. Aber was ist denn mit dem Bashir hier? Und wie gefällt dir der Bashir? Getroffen, aber wieder zu dunkel. Oder? Ja, besser als so manche andere. Also besser als Langhals-Archer. Okay. Also mit den Gesichtern, da hatten sie echt schon schlimmere, finde ich. Ja, finde ich auch. So. Die neue Vier-Sterne zum Beispiel. Kein Geschäft wie Showbusiness. Die neue Number One. Number One, ja, der hat doch nicht so Pauspäckchen gehabt, oder? Nee. Eigentlich nicht, ne? Doch ein bisschen seltsam aus. Mehr wie Killy. Ja, Killy in grüner Uniform. Gelb. Wenn man bei. Gelb. Ja, gelb, grün. Das ist so ein Senfgrün. Oh mein Gott. Wie ist der Hintergrund? Welche Farbe hat der? Türkis, oder? Genau. Aber wenn man mal bei Im Rampenlicht guckt, finde ich, hat gerade die auch irgendwie sehr creepige Augen. Ja. So, weiß nicht. Mal kriegen sie es hin, mal kriegen sie es irgendwie nicht. Also sie so guckt auch so rüber, so zum Doktor und zum Lafor, so, seid ihr es bald? Habt ihr es bald? Seid ihr mal fertig? Jo. Oh Mann. Ja, das Paket ist für mich, davon habe ich mehr als, ich habe die Seven, ich habe den Doktor, ich habe den, wie heißt der denn nochmal? Vic Fontaine, genau, danke, und den Alan Adale. Heißt er, glaube ich, hier, der Job. Ne? Jo, das ist so.
Das Risiko, nur die zu kriegen, ist zu groß. Ja. Sehe ich auch So. so. Dann haben wir Upgrades aktiviert. Guck mal, da sind noch die HTML-Fehler drin. Da haben wir es wieder. Kleiner Schön. als, schräger, Leerstrich, nee, Leerbalken, B, größer als. Geil. So. Da sind wir jetzt inzwischen bei 91 Premium Packs. Okay, das ist aber gleich geblieben zum nächsten letzten Mal. Ja, das sind nur die zwei. Also, letztes Mal glaube ich 89, jetzt habe ich noch die zwei von der Kampagne dazu bekommen. Cool, ich habe gerade Trip bekommen, 4 Sterne. Durch so Hey. ein kleines Pack. Den, der so halb verbrannt ist mit dem Gesicht. Spiegeluniversum? Könnte sein. Der so seitlich dasteht. Den Ja, hatte ich ja. jedenfalls noch nicht voll. Wuhu! Den hattest du noch nicht. Spiegeluniversum, ja. Genau. Oh, ich kann Dabo drehen. Tada! Apropos, ich habe es letzte Woche leider verpeilt. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben letzte Woche. Und am Freitagabend, nachdem ich Picard geguckt hatte, ist mir dieser Zettel erst wieder aufgefallen. Ich muss mich ja mal tierisch bedanken bei der Community da draußen. Wir haben Walvos Theorie widerlegt. Wir konnten den Hauptmaschinenraum in der Sternbasis mit den Holoimitern fertigstellen vor dem anderen Projekt, das ich schon wieder vergessen habe, weil ihr da richtig gut reingebuddert habt. Ihr seid die Besten. Warte. Slow clap. Richtiger Applaus von mir dann so. Aber von mir aus kann man das gerne öfter machen mit solchen Wetten. Weil mir ist vorgekommen, es ist Dann geht's viel mal mehr voran, wa? gespendet worden als sonst. Wie schnell der Raum fertig war, ey. Wow. Also geht schon, nächste Wette. Astrometrie-Raum. Ja, aber Schaffen wir da ist das schon in wieder oben. Ich hätte dir zwei fast eher eine Tagen? Box gesagt, weil da fehlt noch alles. Was? Ich hätte eher eins rechts daneben gesagt, die Ops, weil da fehlt noch Ja, alles. oder das? Nee, wenn das noch Gib schneller ihm. fertig, also wenn der schneller fertig wird als die Diplomatie, Respekt. In 2 Tagen? Ja, nee, aber auf jeden Fall mal. Ich dachte ja, wen's mal, weil du hast gesagt, na, es klappt niemals. Ja. Ich habe an die Community geglaubt. Alle bestochen. Extra privat angeschrieben. Spende da Hier ist ein Huni, hier ist ein Huni. Ja, 112 Starbase. Schon nett. 134 ist ihr Maximum. Das heißt, wir nähern uns. Ist nicht mehr weit. Einen Raum haben wir quasi fertig. Ja, die Diplomatie. Hauptmaschinenraum, ah, das geht auch schnell, sage ich wieder mal. Aber diesmal lasse ich mich hier auf keine Wette ein. Also ich sag, dass das schneller ist als die Astrometrie. Jetzt hast du es getriggert, Freunde. Kriegen wir die Astrophysik schneller fertig als den Hauptmaschinenraum. Let's go! Ja, wir haben ein Shuttle-Event. Föderation, Augment und Herojin. Und es ist eine Eventphase. Und ich habe so ein bisschen dieses Midweek-Event verpasst oder Ja, es gedacht, gab dass es eins. kommt. Ich Gab's dachte, eins? nee, deswegen, ich dachte, dass es kommt. Achso. Aber keine Ahnung, warum nicht. Es klang für mich so, als würden sie es jetzt jedes Mal machen. Echt, jede Woche gibt es so einen Dilithium-Boost. Ich bin dabei. Ja, offensichtlich dann doch nicht. Ja, vielleicht einmal im Monat, habe ich jetzt gedacht, aber nicht jede Woche. Da habe ich auch gar keine Zeit für. Da gehe ich ja von einem Event ins nächste ohne Unterbrechung. Ja, Meine, wahrscheinlich, dahin. damit sie halt mehr Dings reinbringen, mehr Aktivität unter der Woche. Weil bei mir ist ja auch immer, wenn ich Dienstag, Mittwoch gucke ich weniger rein als am Wochenende. Weil da halt einfach kein Event ist. Was? Was? Skandal. Jetzt bin ich mal menschlich enttäuscht. Tut mir leid. Und so. Hast du wen zum Unsterblich machen? Ja,
Und das wird dich wahrscheinlich tierisch freuen. Jetzt kommt's. Dass du wieder was gekauft. Nein, nein, nein. Ich habe 3 in a row fertig. Und zwar Lieutenant Ash Tyler, Fackelträger Tyler und Ash Tyler Fire. Die Tylers, Tyler Triple. Die Tyler sind dann mal weg. Ja, ich fange da mal an. Ich hab den Tucker eben, Spiegeluniversum, boah, der kommt auf scheiß Werte. Und tschüss. Ach, den du gerade gezogen hast? Mhm. Es ist ideal. Und dann habe ich noch den 5 Sterne Spock zum Unsterblich machen. Oh, welchen? Captain Spock. Ah, den habe ich auch, den mit Command-Befehl, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Tada! So, komm schon, Button erscheine. Alles weg. Confirm. Confirm. Aus diesen Bildern, wo er so richtig betrüppelt guckt, sieht er wirklich aus wie diese Obermeier, ey. Ja. Ja, hab ich's vergessen, da. Nummer 3. Und dann habe ich noch eine weitere Person unsterblich, nämlich die 5 Sterne Crusher Segelschiff. Okay. Das ist meine dritte Person aus diesem Package. Ich glaube, dann kriege ich auch noch wieder was geschenkt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht und so, ne? Ich krieg was geschenkt! So. Und zwar 225 Kronitonen. 2000 Verdienste und 3,5 Millionen Föderation. Nee, 350.000 Föderation. Fast. 4 Millionen Credits. Ah, ja, davon darf ich nochmal träumen, oder? Ich wollte gerade fragen, wovon träumst du nachts? So, soll ich mein Glück nochmal herausfordern? Ich würde gerne nochmal wetten. Und zwar wette ich jetzt gegen Tillpoint. Tilting Point? Tilting Point, Entschuldigung. Ich hatte mal gesagt, irgendwann gibt es garantiert ein Bild für die Collections Set Sale. Bisher ist noch keins da, weil Valve gegen mich gewettet. Tilting Point oder Disruptor Beam. Wer auch immer da jetzt noch gerade an den Nullen und Einsen rumschraubt. Bis nächste Woche. Ich wette auf euch. Mal gucken, was passiert. Und mal gucken, ob wir uns überhaupt dran erinnern, hier reinzugucken. Schreibst du wieder auf deinen Zettel, den du ignorierst. Toll, also spätestens in 2 Wochen, das bist du dann bescheid. Wie viel hast du jetzt eingefroren? Unsterblich. Da fragst du einen Moment, Erfolge. Ich hab 242 jetzt. Hä, du musst doch wohl viel mehr sein. Mm-mm. 242? 442. Ja, okay. Ich bin bei 406. Ihr holt auf. Spürst du meinen Nacken? Nee. Nein. Ich wollte sagen, spürst du meinen Atem in deinem Nacken? Don't cross this line. Eigentlich sind wir durch, oder? Max, komm, blau, wo sind wir denn aktuell hier? OBS, wo bist du? Alter, wir sind nicht mal bei 30 Minuten. Hast du mal einen Schwank aus deinem Leben, den du mal teilst? Oh Gott, nee. Ja, Picard darf ich nicht ansprechen, auch wenn ich es echt, also es brennt mir echt schon auf dem Herzen. Und nein, Zuschauer? Sonst schimpft der Hanno wieder.
Gerade, vielleicht gibt es schon irgendeine Info fürs nächste Event. Das hier hat gerade vor einer Stunde angefangen, aber hier sind schon die Infos für die nächsten 3 Jahre. Ja, manchmal machen sie es. Echt, so früh? Ich gucke auf deren Forumseite nicht so. Oh, okay. Es gibt was Neues. Ja. Die. Timelines wird nächste Woche eingestellt. Woher wusstest du das? Nee, die Kampagne fürs nächste Monat steht schon fest. Okay, gut, das war klar, das musste jetzt irgendwann mal kommen, weil da sind ja nur noch 6 Tage übrig oder so. 6 Tage, Ja. 9 Stunden. Ja. Und was glaubst du, wer wird's werden? Ich habe keine Ahnung, es ist ja jedes Mal irgendein bekannter Lilaner und irgendein random-mäßig Goldener. Ich rate mal Einfach und mal sag ins zumindest, Blaue. ich lege mich mal auf TNG Crew fest. Liege ich damit richtig? Voyager Crew. Bei komplett keiner, weder Gold noch Lila? Moment, das heißt, einer von beiden ist aus Voyager oder TNG. Nein. Okay. Deep Space Nine. Nein. Bist ja gute Trefferquote. Bleibt eigentlich nur noch. Ne, bleibt noch viel TOS. Nein. Enterprise. Ja. Ey, ich meine, es wäre auch noch Picard und diese Discovery gegangen, also come on. Ja. Es waren noch 4 Das offen. wäre dann die Nummer 2. Was, Discovery oder Picard? Rate. Picard. Schon wieder falsch. Ey, die bringen überhaupt nichts zu Star Trek Picard! Null! Also, Null! Was ist denn da los? Enterprise und Discovery. Wer, wie, was, wo? Discovery wirst du wahrscheinlich nicht erraten. Enterprise kannst du mal durchraten. Wer ist der Goldene, wer ist der Lilane? Lila ist Discovery. Das heißt golden, dann sage ich mal Archer. Nein. T'Pol. Tucker. Nein. Hoshi. Nope. Mayweather. Nope. Reed. Nein. Flux. Ja. Oh Gott. Der Moment, in dem ich erkenne, ich sollte vielleicht doch kein Lotto spielen. Und jetzt die Alter, Frage, Schwamm. welcher Flux? Ach so, ein neuer oder ein. Ach so, Gibt schon. ich sag mal, das ist ein Goldener, Es dann wäre sage ich natürlich mal. interessant, wenn du den schon hast, wenn du den Ja, schon toll, ich eingefroren hab hast. ja. Warte, ich hab doch irgendwelche Fluxes. Ja, ich glaube. Ist das der mit dem aufgeblähten Gesicht? Nee. Warte, ist es der nackt vor so einem Tresen stehende? Nein. Er hat schon wieder alle durch. Ja, aber Moment, Kann's ja nur noch einer sein. es gibt keine weiteren goldenen Flocks. Doch, Doch. Reverend Flocks, der mit dem Regenschirm. Genau. Hey, dann, wenn ich den sammle, dann habe ich alle Floxes inklusive seiner Frau. Ich habe gerade mal hier in der Stasiskammer, in der Und Stasi-Kammer gesucht. seine Frau. Ja, es gibt immerhin die Fesal-Flocks. Die habe ich auch. Wow. Jetzt wäre das Ganze lustig auf Discovery für einen 4-Sterne-Charakter, aber ich glaube, Oh Gott. da wirst du dir schwer tun. Es war ein Nebencharakter. Oh Gott, das macht es ja nicht einfacher. Ist Kam es in diese zwei, Königin Po? drei Folgen vor. Nee. Okay, erste oder zweite Staffel? Zweite. Zweite. Die Schwester von unserem Kelpiana? Na hallo. Na, endlich mal. Ich meine, du hast es gut ausgeschlossen. Das war wirklich sehr auf wenige runterzubrechen jetzt.